Herzlich willkommen zu einem älteren Format, was wieder auferstanden ist, von den Toten, quasi Jesus Christus oder so, was auch immer man es nennen will. League Talk. Mit mir dabei sind quasi alles, was Rang und Namen hat und Vertreter der, man kann das glaube ich fast so formulieren, besten deutschen Teams, denn die ESL-Meisterschaft ist ja quasi die deutsche Bundesliga des League of Legends, wenn man so will. Und die vier Herrschaften, die hier mit mir am Start sind, sind tatsächlich von den vier Teams, die sich qualifiziert haben für die Gamescom. Und das sind namentlich ESG, MIMO, ESC und natürlich auch Lioncast. Und ich bin froh, dass mir der letzte Name eingefallen ist, bevor mein Satz zu Ende war. ich bedanke mich erstmal ganz herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Heute ein bisschen Rede und Antwort zu stehen, weil das ist ja auch für die meisten ganz interessant, denn das Halbfinale wird endlich wieder mit ausgetragen. Das war ja letztes Jahr, wenn ich mich recht entsinne, nicht so. Brücke, du warst da, oder? Nee. Warst du da? Ich war eben nicht da, weil das Halbfinale nicht ausgetragen wurde. So war es, ne? Ganz fiese Nummer. Deswegen sind wir froh, dass es diesmal so ist. Die erste Frage, die ich in den Raum werfen möchte, weil sie ja dann doch relativ interessant ist, wir haben jetzt noch 2 Wochen bis zur Gamescom. Wenn Gamescom jetzt wäre, wer würde das Ding gewinnen, aus eurer Sicht? Naja, logischerweise auf dem Papier ESG, ne? Aber ich glaube, jetzt im Moment ist ESG ein bisschen schwächer, weil sie gefühlt weniger trainiert haben, als sie in 2 Wochen sein werden. Oder in 3 Wochen? Wann ist die Gamescom? In zwei Wochen sein werden. Ja, Intox, wie siehst also, du das? Ich weiß ja nicht, woher der Brücke das weiß, dass wir nicht trainiert haben. Aber so ein bisschen was ist da dran. Wir haben uns jetzt für die 2 Wochen vorgenommen, auf jeden Fall reinzuhauen. Jetzt ist Lioncast ja ein Team, was viele die ganze Zeit klar auf Platz 2 gesehen haben. Die haben jetzt allerdings in der Gruppenphase, sagen wir mal, auch sich nicht in der besten Verfassung präsentiert, die wir bis jetzt von ihnen gesehen haben. Was sind bei euch das? Trainiert ihr auch nicht? Oder woran das? Wir haben jetzt, also die letzten 2 Wochen haben wir vielleicht 2 Mal gescrimmt gehabt oder so. Größtenteils, weil Kanani ja auf seiner Wohnungssuche ist und nicht wirklich Zeit hat, sag ich mal. Wir wollten auf jeden Fall jetzt auch mehr spielen, ja. Ja, das letzte Team, was ja noch dabei ist, ist ESC. Ein bisschen ein unbeschriebeneres Blatt, um es mal so zu sagen. Lange hatte man Isonude auch so ein bisschen im Blick. Die hatten Roster-Probleme. Dann bei Vynation ja auch noch ein Team, was man da im Blick hatte. ESC hat es jetzt geschafft, in der Gruppenphase erfolgreich vorzugehen. Wie schätzt du das ein? Wie stark seid ihr im Vergleich zu den 3 anderen Teams, die da auf die Gamescom kommen? Ja, wir sind da ganz klar Underdogs. Also wir haben ja auch alle nicht so krasse Erfahrungen da. Und das wird dann halt sich auch auf der LAN dann zeigen, ob wir da so den Rückstand halten. Ihr seid doch alle relativ jung, oder? Ja, genau, wir sind auch alle so ungefähr, also Durchschnittsalter ist bei uns so 18, 19 Jahre alt, 18, 19 Jahre. Und ich glaube trotzdem, dass wir, wenn wir jetzt uns ins Zeug legen, da mithalten können zumindest, ja. MIMO ist an sich ja auch ein junges Team, der Altersdurchschnitt wird aber stark angehoben von den Plüschern oben rechts in der Ecke. Wie ist das denn? Machst du dir ein bisschen Sorgen, dass die Jungs da vielleicht auch ein bisschen Nervosität zeigen? Glaube ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Die sind so abgebrüht, jetzt schon. Der einzige, bei dem ich mir vorstellen kann, ist Abbe. Aber ich glaube, die anderen sind super gechillt. Ich denke mal, ESC ist ja der Außenseiter, haben sie selbst gesagt. Sieht das jemand anders? Die sind wahrscheinlich zurzeit, wenn jetzt Gamescom wäre, eher auf den unteren Rängen anzusiedeln. Wen seht ihr so auf Platz 2? Ist es Lioncast? Ist es MIMO? Was ist euer Gefühl? Ja, wir haben ja vorgestern verloren. Also wäre es MIMO. Ja, macht Sinn. Ja, würde ich auch sagen. Vor allem, weil MIMO auch, glaube ich, sehr, sehr viel trainiert hat. Und die haben sich auch sehr stark verbessert, in meinen Augen, in letzter Zeit. Brockes Gesichtsausdruck war nicht ganz überzeugt. Gehst du mit? Ja. Doch, nehme ich so mit die Aussage, ja. Ich glaube schon, dass wir Platz 2 wären. Wie ist jetzt so bei euch das Zeitmanagement? Weil das ist ja immer so eine Sache. 2 Wochen Gamescom, jetzt stellen sich viele so vor, dass man 2 Wochen lang bootcampt. Faktisch passiert das eher nicht. Was habt ihr geplant? Wann reist ihr an nach Köln und wie hart ist euer Trainingsbeginn davor? Vielleicht ESG zuerst, weil ihr hattet ja in den letzten Wochen so Gerüchte, dass ihr nicht ganz so viel zum Trainieren kamt. Naja, wir haben uns das für die nächsten 2 Wochen auf jeden Fall vorgenommen. Jeden Tag zu scrimmen, wenn wir es schaffen, noch 2 Scrim-Blöcke. Und also ankommen tun wir am Mittwochabend. Okay. Weil wir ja Donnerstag früh schon spielen. Also ich glaube, Dr. Pepper ist irgendwie um 10 oder so. Okay. Und deswegen, ja, also letztes Mal, als ich da war, ich war beim allerersten Dr. Pepper dabei und da war das relativ früh gewesen. Aber ich weiß nicht, wann es diesmal ist. Auf jeden Fall kommen wir Mittwochabend an und ja, treffen uns da alle im Hotel erstmal. Und dann wird da auch noch einfach nur auf die Gamescom gegangen oder habt ihr da auch Möglichkeiten, dann noch zu trainieren, unabhängig von Dr. Pepper? Ja, wir haben nach dem Bootcamp gesucht in der Nähe von Köln, aber wir haben nichts Vernünftiges gefunden. Ja, es ist tatsächlich gar nicht so einfach. Wie ist es bei den anderen? Hat irgendwer eine Möglichkeit gefunden, während der Gamescom noch zu trainieren? Also, uns wurde gesagt, dass wir beim Take-TV-Studio eine Woche vorher oder so. Offiziell, ob das gebucht ist, keine Ahnung. Ja, das wäre natürlich oder zumindest versprochen. Nicht schlecht. Der Rest reist wahrscheinlich auch gegen Mittwoch oder sowas an, oder? Brücke, du hast da wahrscheinlich andere Pläne als trainieren.
ja, das weiß mein Team jetzt noch nicht, aber ich habe gar keine Zeit und kann auch, naja, nicht so die Lust, ne, in der Woche davor zu trainieren, weil Gamescom halt ist und dann will ich feiern gehen und so. Wir reisen erst am Samstagabend an. Du bist erst ab Samstag da? Ja, ja, nein, ich nicht. Ach so, aber mein Team. Ah, okay. Weil wir ja nicht Donnerstag den Tag der Pepper Cup spielen, sondern nur die Finals. Und in der Zeit davor habe ich eigentlich keine Lust zu scrimmen, sondern lieber mich besaufen. Ich sehe, ihr habt ja ein Gaming-Haus. Dürft ihr da auch rein? Ja. Das ist leider ausgebucht, deswegen werden wir wahrscheinlich in ein anderes Bootcamp gehen. Wo genau, wissen wir aber noch nicht. Das wird noch die Tage jetzt geklärt. Okay. Aber Bootcamp 3-4 Tage sollte hinhauen, auf jeden Fall. Okay, das ist ja gar nicht so schlecht. Na gut, okay, also damit ist die Vorbereitungsphase ja auch relativ geklärt. Was mich jetzt interessieren würde, weil das ist ja mal schwer sozusagen, ne, was ist das Beste, was ist der Beste? Wer von euch glaubt, dass er den besten Top-Laner im Team hat? Okay, das ist natürlich... Ich natürlich. Ja, Jason, bester Mann. Nichts geht über Phones. Ich glaube, es ist relativ close. Und kann ich nicht genau sagen. Okay, aber zwei Hände gingen ziemlich schnell hoch, ne? Also Intox und Brücke haben da sofort ihre Pranken ausgefahren. Ja, wer macht's denn? Ja, ich gebe Intox jede andere Position gerne, aber Broken Blade ist der beste Top-Laner in EPS. 100%. Broken Blade ist 16 und der ist 16 und der ist der Beste. Okay, und Intox, was ist deine Antwort? Also Broken Blade ist wirklich verdammt gut. Ich habe auch schon mal mit dem im Team gespielt, so ein, zwei Wochen. Er hat so ein paar Schwächen. Ich glaube, die hat er aber inzwischen ziemlich ausgemerzt. Also, als ich mir die Games so angeguckt habe, früher wurde er relativ leicht gegankt und war ziemlich overaggressive. Ich glaube, das hat er ziemlich gut in den Griff gekriegt. Ja, es ist der Vorteil, wenn man von Riven weggeht, ne? Dann gehen Dinge auf einmal einfacher. Genau. Aber ich denke doch, dass Phones noch ein bisschen mehr Erfahrung hat und im richtigen Turnier, wenn es drauf ankommt, glaube ich, ein bisschen abgebrühter ist. Okay, da bin ich gespannt. Dann haben wir die Jungle-Position. Der beste Jungler in der ESL-Meisterschaft. In welchem Team schlummert er? ESG. Ja. Ja, obvious. Leider. Das ist auch obvious. Es ist obvious. Oh Mann. Brücke, du hast gerade schon gesagt, du gibst alle anderen Positionen ESG. Wie ist es mit der Botlane? Wer ist denn die stärkste Botlane? Hältst du dich da selbst unter einen Scheffel oder ist es einfach die ESG-Botlane? ESG oder Linecast? Ich bin gar nicht so sicher, wen ich da jetzt nehmen würde. Okay. Also ich finde beide Botlanes super stark. Also stärker als unsere, definitiv. Also euer stärkster Teil des Teams ist die Toplane und wenn ich das richtig verstanden habe, also Broken Blade soll die Carry Pants anziehen. Ja. Wie, genau. Wie ist es bei ESC? Wo ist quasi euer Joker quasi? Auf welcher Position haut ihr die anderen komplett raus? Ich würde sagen, einmal liegt es daran, dass wir ungefähr alle auf dem gleichen Niveau spielen und auch so richtig gut miteinander klarkommen, was dann halt das Teamwork so dann ausmacht. Aber wenn ich jetzt einen Spieler rauspicken würde, dann wäre das, glaube ich, der Jennax in der Mitte. Also von dem halte ich sehr, sehr viel. Und also wenn dann mal einer carryt, dann ist es meistens er. Hat man auch gegen Venation gesehen. Wer ist der beste Deutsche auf der Midlane? Nein, der beste bei der Gamescom, sagen wir es so. Der beste Moment wäre wahrscheinlich Magi Felix. Er ist ja auch gerade Rang 1, glaube ich, oder war? Oder ja, vor zwei Wochen oder so. Ist noch. Da sagt der Intrax aber mit einer Inbrunst ganz locker. Das ist er noch, mein Lieber. Das ist er noch. Ja gut, wer gewinnen wird, das werden wir sehen auf der Gamescom Sonntag ab, ich glaube, 10.30 Uhr oder sowas sind wir schon, oder 11 Uhr oder so. Also es geht echt früh los. Sowas, ja. Weil wir haben ja Halbfinale und Finale auf der Gamescom. Das heißt, wir sehen uns den ganzen Tag und können uns den ganzen Tag in die Augen gucken. Ich freue mich riesig. Also da auf jeden Fall dabei sein. Gamescom-Karten gibt es, keine Ahnung, gibt es die noch? Ich weiß es nicht. Findet selbst heraus. Doch, für Sonntag gab es noch welche. Ja, für Sonntag gibt es noch welche. Das ist doch perfekt. Ne? Zuschlagen. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich dafür, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wünsche euch allen natürlich noch viel Spaß in der Vorbereitung. Und ansonsten sehen wir uns dann nämlich übernächsten Sonntag. Und Intox, viele Grüße, ne? Bis dann.